sag ich mal, die Möglichkeit zum Schuss. Und der Pass, so wie ich es gesehen habe, was Karaman. Kenan Karaman. 17 Minuten absolviert. Der hat eine klasse Schusstechnik. Fünftes Saisontor des deutschen Türken. Und da gab es mal gar nichts zu halten für Michael Rensing. Karaman, selbst mit der Einleitung Edgar Pripp ist das. Mit dem Tänzchen an der Seitenlinie behindert sich die Düsseldorfer selber. Pripp jetzt, der marschiert. Karaman übernimmt das Ding und sagt, lass mal, den versenke ich im langen Eck. Boah, wunderschön. Düsseldorfer nicht aufmerksam, kamen nicht entscheidend in den Zweikampf. Es lag ja in der Luft, das 2-0 für Hannover, aber es ist nicht gefallen. Und die Fortuna nutzt ihre insgesamt zweite Torchance nach Bellinghausens Vorarbeit zum Ausgleich. Elas Bebu steht völlig blank und unbemerkt, da kommt auch Schmiedebach zu spät. Und was soll Schauner da bitte schön noch machen? Bebu, viertes Saisontor, Bellinghausen mit der Energieleistung, da ist Schauner noch dran. Aber aus der Distanz kann er nicht mehr parieren. Ja, und ich habe ja gesagt, Fortuna hat noch einen Fuß in der Tür, weil Hannover 96 aber nun wirklich auch die allervorzüglichsten Gelegenheiten schlichtweg einfach mal ignoriert und liegen gelassen. Alleine 5 nach Freistößen, 5 nach Ecken. Jetzt Strandberg, der Norweger, der ist gut, der ist klasse und die Parade von Rensing ebenso, aber dann hat er keine Chance mehr. Philippe schaltet am schnellsten und 96 wieder vorne. Oh, das ist bitter für Rensing. Weil er den Freistoß von Strandberg überragend rausfischt. Und dann lassen sie ihn alleine. Und Philippe trifft den Ball ja nicht mal richtig bei seinem Abstauber. Steht jetzt hier nicht im Abseits. Alles in Ordnung. Strandberg, klasse Freistoß. Rensing kann den kaum anders abwehren. Und dann geht zwar Bebu mit Philippe mit. Aber der mogelt den an Rensing vorbei. Ins kurze Eck. Aus Düsseldorfer Sicht ärgerlich, aber nochmal, allein von den Chancen her, führt dann schon hier Hannover 96 verdientermaßen. Nie, niemals wird er diesen Tag vergessen, nie. Robin Dormuth, 21 ist er, 8. Profispiel und jetzt erzielt er das 2-2 gegen Hannover. Also dieser 25. November, das ist für ihn mal ein denkwürdiges Datum. Bellinghausen jagt ihn einfach mal in die Mitte, egal ob da Freund oder Feind drankommt. In diesem Falle war es Freund, nämlich der eingewechselte Innenverteidiger. Hups, Fuß reingestellt, zack, 2-2. Ein mehr als unterhaltsames Zweitligaspiel, ganz ehrlich. Der 5. trifft auf den 3. Ja,